So, bitte Geist und Geiserinnen, herzlich willkommen zum nächsten kleinen Guide zu eurer Menagerie, um genau zu sein, für die tägliche Kampfhaustier-Arena-Quest. Heute gegen die beiden Wildtierschweine Brutus und Rukus. Ihr seht hier eingeblendet, oder solltet es zumindest sehen können, mein Mecha-Pet-Setup mit den entsprechenden Fähigkeiten. Mit der Mikrowache, der Sonnenhäscher, dem Westentaschenhäscher und dem Sohn des Animus können wir Brutus und Rukus recht einfach besiegen. Und wie das Ganze dann im Kampf aussieht, das gucken wir uns im Anschluss noch an. Und zack, springen wir ins Kampfgeschehen. Anfang tun wir mit unserer Mikrowache der Sonnenhäscher. Und wenn ihr Glück habt, ein bisschen crittet und die Gegner ein bisschen glücklich ausspielen könnt, dann könnt ihr euch das dritte Pet zumindest gedanklich sogar sparen. Denn dann reichen die ersten beiden. Wir benutzen den Teufelsfeuerbrand, haben einen kleinen Dot laufen, der in Kombination mit der nächsten Fähigkeit, dem Gewittersturm, noch einen zusätzlichen Schadenseffekt hat. Denn wenn das Ziel Schaden erleidet, macht der Gewittersturm einen Bonusschaden drauf, sozusagen jedes Mal, wenn da irgendwas Schaden bekommt. Das heißt, auch bei den Dot-Ticks gibt es da gleich einen zusätzlichen Schadenseffekt, müsste man jetzt sehen. Jawohl, gibt es noch dazu. Dann benutzen wir einfach außer Kontrolle unsere Fähigkeit, die über zwei Runden lang anhält. Und auch wenn sich der Gegner da so ein bisschen gegenheilt, ist es kein größeres Problem und wir hauen ihn einfach weg. Im Idealfall, der Gewittersturm hält noch. Das heißt, wir setzen noch einen weiteren Dot drauf, damit da zusätzlicher Schaden noch ins Gesicht kommt. Wir werden jetzt logischerweise weggehauen, sind ein Mecha-Pet, soll heißen, wir werden nochmal wiederbelebt. Bringt uns jetzt wegen unseren Abklingzeiten nicht so viel, aber gut, nochmal ein Feuerbrand drauf und fertig. Schaden, den man mitnehmen kann, nicht unbedingt muss, aber ist jetzt nicht das Schlechteste, was hätte passieren können. Und als nächstes kommt dann eben unser Westentaschenhäscher, der hat die Fähigkeit Aufladen. Das bedeutet, erhöht den Schaden der nächsten Fähigkeit um, ich glaube, sogar 120%. Das heißt, wenn das dann sogar krittet, dann gibt es da richtig ins Gesicht. Wir laden uns auf, kriegen den nächsten Angriff mitten ins Gesicht. Leider hält jetzt der Gewittersturm nicht mehr, sonst hätte es natürlich richtig schön ins Gesicht gegeben. Zumal der auch noch, soweit ich mich richtig erinnere, die Mecha-Fähigkeiten grundsätzlich in Sachen Schaden erhöht. Jetzt gibt es die Metallfaust ins Gesicht und wir sehen da fast 1100 durch die Effektivität. Dafür krittet auch der Gegner, aber unser nächster Schlag beendet es hier fast. Wir werden nochmal weggehauen. Durch unsere Mecha-Passiva beleben wir uns wieder und der Teufelsfeuerbrand erledigt den Rest. Und schon liegt das Tierchen. Leider, mussten wir unsere Passiva noch pullen, da der letzte oder vorletzte Angriff des Schweins gekrittet hat. Ansonsten habt ihr gesehen, mit zwei Mecha-Pets auch ganz gut machbar. Keine größeren Schwierigkeiten. Und in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch mit dem Guide ein bisschen helfen. Eine kleine Hilfestellung bzw. ein grundsätzliches Aufbauarsenal eures Teams zur Verfügung stellen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dahin, viel Erfolg. Ciao. Sitting man, red and black and red and black and red and black and red and black and I put it.